Judith Schwendner, Familiensprecherin der Grünen, ist am Wort. Danke, Herr Präsident, Herr Minister. Stellen Sie sich vor, Sie haben beim Ausparken, machen Sie einen Parkschaden beim Auto, bei dem Sie anstoßen, wenn Sie aus einer Parklücke rausfahren. Sie sehen das, machen eine Notiz, machen das dem Fahrer oder dem Besitzer des Autos auf die Windschutzscheibe. Der kommt irgendwann später zurück und geben ihm die Nummer oder ihr geben ihm die Nummer mit einer Mitteilung. Tut mir leid, es ist passiert, melden Sie sich, ich werde den Schaden melden. Der Besitzer oder die Besitzerin kommt, sieht den Zettel, liest ihn, nimmt es zur Kenntnis und schmeißt den Zettel weg. Geht zur Polizei und zeigt an wegen Fahrerflucht. So. Was hat das jetzt mit dem Antrag zu tun, von dem der Kollege Neubauer gerade gesprochen hat? Was glauben Sie? Der Antrag hat, meine Rede oder die Geschichte hat damit zu tun, dass wir im Ausschuss eine Abstimmungspanne hatten. Meine Kollegen Birgit Schatz, Karl Oellinger und ich haben falsch abgestimmt. In dem Moment, wo ich es gesehen und erkannt habe, habe ich mich zu Wort gemeldet. Und das sind alle Kolleginnen und Kollegen, die im Ausschuss waren, meine Zeugen und Zeuginnen und werden das bestätigen. Und auch die Kollegin Belakovic-Jenewein hat gemeint, ach, kein Problem, weil ich nämlich gesagt habe, oje, das tut mir leid, uns ist eine Abstimmungspanne passiert. Wir werden aber natürlich im Plenum zustimmen, weil wir nie was gegen das 13. und 14. Monatsgehalt hatten. Im Gegenteil, im Zusammenhang mit dem gesetzlichen Mindestlohn haben wir mehrfach auch Anträge dazu eingebracht. Hat keiner behauptet. Was ist dann passiert? Gestern oder vorgestern war das, gibt es auf unzensuriert.at, das ist Ihr Medium, Ihre Kommunikationsplattform, die relativ fleißig geteilt wird von FPÖlern, von Menschen aus Ihrem Umkreis. Das ist dann aufgetaucht auf der Seite des Herrn Hofer, Präsidenten Hofer. Es ist aufgetaucht auf der Seite des Präsidenten Strache, des Herrn Strache, soweit ich weiß. Auf jeden Fall hat es weite Kreise gezogen und in dieser Nachricht stand, Grüne stimmen gegen gesetzliche Garantie des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes. Bestimmt Van der Bellens TTIP-Kurs das Abstimmungsverhalten der Grünen gegen die Garantie von Arbeitnehmerrechten? Und ich frage Sie, was ist überparteilich? Die unzensurierte D-Seite oder was ist überparteilich? Ich frage Sie, wie kommt diese Nachricht aus dem Ausschuss auf die unzensuriert.at-Seite mit einer kompletten Unwahrheit? Und ich frage Sie, was ist das für ein Stil? Was ist das für ein schlechter Stil? Was ist das für ein letztklassiger Stil für Politik, die wir hier machen, im Parlament? Ist das Ihr Stil, in parlamentarische Politik zu machen? Gott behüte, echt. Ich gratuliere Ihnen dazu. Diese Nachricht, die jetzt kursiert im Netz, immer mehr und immer mehr, strotzt voller Falschmeldungen. Und ich sage Ihnen auch noch die Pointe. Ich sage die Pointe, da wird behauptet, es ist ein Antrag vom Kollegen Kickl. Es ist der Antrag von Ihnen, Herr Neubauer, also es ist nicht mal richtig. Und es wird offensichtlich behauptet, der Sozialsprecher, Kollege Kickl, weiß Bescheid, war offensichtlich im Ausschuss anwesend. Das war er nicht, weil ich habe den Sozialsprecher Kickl schon sehr, sehr, sehr lange nicht im Sozialausschuss gesehen. Wo ist er heute eigentlich, wenn es um die Sozialthemen geht? Ganz eigenartig. Und mit einem Fehler umzugehen, den man eingesteht und sagt, wir werden im Plenum anders stimmen, wirklich ganz miesen Stil. Und ich bitte Sie, damit aufzuhören. Danke. Judith Schwendner, Sozialsprecherin der Grünen, stellt fest, sie ist nicht gegen die gesetzliche Garantie des 13. und 14. Monatsgehalts. Diesbezügliche Gerüchte seien falsch.